Hallo, zurück zum letzten Video des Zyklus zu Umkehrfunktionen von Mathematik macht Freude und Freunde. Mein Name ist David und wir sehen uns heute die Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen an. Zuerst den Sinus, aber auch ein Blick auf den Kosinus darf nicht fehlen. Wenn du die vorhergehenden Videos des Zyklus noch nicht gesehen hast oder das Arbeitsblatt dazu betrachten willst, dann findest du sie unter dem Link rechts unten. Bevor wir starten, nimm dir nun bitte noch 2 Minuten Zeit und lies dir die Aufgabenstellung durch und probier sie auch selbst, dann werden wir sie gemeinsam durchgehen. Wenn du die Inhalte der vorhergehenden Videos noch im Kopf hast, wirst du bemerkt haben, dass bei dieser Aufgabe nicht sehr viel zu tun ist. Aber erinnern wir uns zuerst nochmal dran, worum ist es denn bei den Umkehrfunktionen eigentlich gegangen? Wir wollen eine Operation finden, die die Bildung von Funktionswerten wieder rückgängig macht. Und wir haben gesagt, dass wir dazu einen eindeutigen Weg von der ursprünglichen Wertemenge zurück in die ursprüngliche Definitionsmenge finden wollen. Ein nützliches Tool, das wir kennengelernt haben, war der Horizontal Line Test. Und wenn wir uns hier die Sinusfunktion ansehen und ich lege da eine horizontale Linie irgendwo durch, dann werde ich bemerken, dass ich in den meisten Fällen die Kurve an mehr als einer Stelle schneide. Das heißt, es gibt verschiedene Argumente im Definitionsbereich mit demselben Funktionswert, so wie hier etwa 0,5. Das führt uns zu dem kleinen Problem, dass wenn ich die Frage stelle, welche Argumente liefern den Funktionswert 0,5, dass ich dann keine eindeutige Antwort bekommen kann, wenn ich nicht den Definitionsbereich einschränke. Und genau darum geht es in diesem Beispiel. Beim Sinus gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich den Definitionsbereich derart einschränken kann. Nachdem wir aber die untere Intervallgrenze mit minus pi halbe bereits gegeben haben, haben wir nur noch eine Möglichkeit. Indem wir nämlich hierher gehen und alles, was oberhalb von plus pi halbe ist, wegschneiden. Das heißt, dieser ganze Teil des Graphen fällt dann weg und es verbleibt nur noch dieses Kurvenstück oder dieses Teilstück des Graphen im Intervall von minus pi halbe bis plus pi halbe. Hier können wir sehen, es wird tatsächlich jeder Funktionswert zwischen minus 1 und plus 1 einmal erreicht. Genauer gesagt, genau einmal, und das wollen wir, damit wir eine Umkehrfunktion bilden können. Die Umkehrfunktion hier wäre nun die Sinusfunktion vom Intervall von minus pi halbe bis plus pi halbe in die kleinstmögliche Wertemenge von minus 1 bis plus 1. Und diese Funktion ist umkehrbar. Oder man sagt auch, es existiert eine Umkehrfunktion dazu. Wie die Umkehrfunktion aussieht, sehen wir hier unten auch noch einmal. Das ist nun die Arcosinusfunktion und um ein wenig genauer zu sein, das ist die Arcosinusfunktion klarerweise mit der Definitionsmenge minus 1 bis plus 1 und der Wertemenge von minus pi halbe bis plus pi halbe. Und wie bereits erwähnt, ich hätte ja eigentlich mehrere Möglichkeiten, wie ich so ein kleines Stückchen vom Sinus herausnehme, das umkehrbar ist, aber das ist die gängigste Variante. Und das hilft dir auch, wenn du einen Taschenrechner verwendest. Denn hin und wieder setzt du ja Argumente in den Sinus ein, die nicht in diesem Intervall liegen, also die zum Beispiel größer als 90 Grad sind, also größer als pi halbe, vielleicht in einem geometrischen Kontext. Und wenn du dann diese Operation wieder rückgängig machst, musst du mit Zusatzüberlegungen den Winkel rekonstruieren, weil der Arcosinus im Taschenrechner, der liefert immer nur Werte zwischen minus und plus pi halbe. Wenn man diese als Winkel interpretiert, also zwischen minus 90 Grad und plus 90 Grad. Ein kleiner Kommentar auch noch. Man findet auf dem Taschenrechner den Arcosinus mit dem Symbol Sinus hoch minus 1 oder man spricht meistens von Sinus invers und dieses höhergestellte minus 1 wird in der Mathematik sehr häufig für eine inverse Operation oder eine Umkehrfunktion verwendet. Nun werfen wir noch einen kleinen Blick auf den Kosinus. Also wir sehen bereits hier die Kosinusfunktion und nachdem ja die Kurve identisch zur Sinusfunktion ist, nur ein wenig verschoben, ist auch klar, dass ich hier wieder aus den ganzen reellen Zahlen einen Teil wegschmeißen muss, und zwar den größten Teil, damit ich eine Umkehrfunktion bilden kann. Und was man beim Kosinus macht, man beginnt beim Wert 0 bis zum Wert Pi. Und das ist dann ein vernünftiger Definitionsbereich, um diese Umkehrung machen zu können. Also wir betrachten hier quasi die Kosinusfunktion vom Intervall von 0 bis Pi in die kleinstmögliche Wertemenge von minus 1 bis plus 1. Auch hier können wir erkennen, jeder Wert zwischen minus 1 und plus 1 wird genau einmal erreicht. Wenn man nun den Graphen der Umkehrfunktion zeigt, dann sieht der sehr ähnlich aus wie der Arcosinus.
Und wir können uns auch hier erinnern, diesen Graphen bekommen wir immer, wenn wir an der ersten Mediane spiegeln. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, die erste Mediane, die liegt hier ein wenig seltsam auf den ersten Blick drinnen. Das liegt aber nur daran, dass hier unsere Einheiten auf der ersten und zweiten Achse nicht gleich sind. Wenn ich hier an dieser violetten Geraden spiegle, dann komme ich tatsächlich auf diese Darstellung des Arcus Cosinus rechts. Zum Arcus Cosinus sei noch gesagt, dass dieser auf dem Taschenrechner wieder ganz speziell definiert ist, so wie er hier oben schon eingeführt wurde. Der bildet klarerweise aus dem Intervall von minus 1 bis plus 1 ab in die Wertemenge von 0 bis Pi. Also der Arcus Cosinus kann dir nur Werte liefern zwischen 0 und Pi. Wir wissen, Pi ist identisch zum Winkel 180 Grad in geometrischen Kontexten. Und das gilt es zu beachten, wenn man mit den Operationen und Funktionen des Taschenrechners arbeitet. Damit wären wir auch schon am Ende des Videokurses. Und als kleine Anregung kann ich dir noch mitgeben, dass du dir vielleicht auch die Exponentialfunktion und ihre Umkehrfunktion betrachtest und ähnliche Gedanken, wie wir sie hier im Videokurs gesehen hast, selbst nochmal anstellst. Ich hoffe, du konntest aus diesem Videokurs einiges Interessantes zu dem Konzept der Umkehrung im Kontext der Funktionen mitnehmen und wünsche dir noch alles Gute beim Lernen und auf deinem weiteren Weg, und vielleicht sehen wir uns in Zukunft zu einem anderen Videokurs erneut. Alles Gute!